Herzlich willkommen Leute auf bonjour.de. Wir sind hier gerade bei meinem zweiten Guide angekommen. Vielleicht kennt ihr mich ja noch von meinem ersten Guide. Ich bin Silfi und ich habe jetzt hier einmal die Ehre, euch Ash vorstellen zu dürfen. Und zwar geht es hierbei jetzt darum, euch einsteigerfreundliche Guides zu machen, für jede Position ein Champion. Und ich habe mir da Ash ausgesucht. Sie ist von der Kategorie her halt, wie gesagt, ein Ein-Sterne-Champion, sprich super leicht zu spielen, sehr anfängerfreundlich und auch der Champ, den ich euch in die Hand drücke. Dann wollen wir jetzt auch mal zu der Champ-Vorstellung kommen. Also, was ist Ashe überhaupt? Ashe ist ein Ranged Carry, bezeichnet man eigentlich auch im LoL-Universum als AD Carry, wird immer gespielt auf der Botlane mit einem Supporter zusammen. Vom Skill-Level her, wie gesagt, ein Sterne-Champion, sehr einsteigerfreundlich, sehr leicht. Für die Solo-Queue empfehle ich sie euch eigentlich eher nicht. Das Problem hierbei ist dann eigentlich, der Arrow, ihre ultimative Fähigkeit, die ich später nochmal erzählen werde, ist halt eine Fähigkeit, wo es besser ist, wenn man mit dem Team zusammenarbeiten kann. Im Premium Rank dann halt dann doch etwas besser, gerade wenn man dann in einem Voice-Programm ist, Teamspeak oder Skype, ist sie dann halt doch etwas besser koordinierbar, also ihre Ulti. Und weil, wenn es auch um die Range geht, die sie hat, weil jeder Attack Damage Carry bzw. Ranged Carry hat eine verschiedene Auto-Attack Range, ist sie dann halt doch schon im guten Mittelfeldbereich. Sprich, ein guter Champion für euch zum Anfang, sehr leicht zu spielen, sehr gute Auto-Attack-Range und auch ein recht gutes Skillset. So, wir sind jetzt angekommen hier bei der Skill-Vorstellung von Ashes Fähigkeiten. Ich will doch hier gleich einmal direkt mit der Passiven anfangen. Wir sehen auch hier, meine Passive ist gerade auf 90 hochgestackt. Sollte dieser Stack auf 100 sein, was wir jetzt auch gleich sehen werden, einen Moment, ist auf 100, ist mein nächster Angriff, wie ihr gerade gesehen habt, hundertprozentig ein kritischer Treffer. Das Wichtige dabei ist, nachdem ihr diesen kritischen Treffer gelandet habt, sprich nachdem ihr eure Passive verbraucht habt, muss das Ganze sich nochmal komplett hochstacken, sprich ihr müsst dafür 3 Sekunden lang aus dem Kampf raus sein, kriegt auch hier, wie ihr hier gerade seht, für jede Sekunde 5 weitere Stacks drauf und wenn ihr dann halt wieder die 100 Stacks habt, ist euer nächster automatischer Angriff wieder ein kritischer Treffer. Euer Q-Spell ist recht leicht zu bedienen, den könnt ihr an- oder ausmachen, wie wir auch hier sehen, leuchtet dann Ashes Bogen relativ schön. Und wenn ihr dann einen Auto-Attack auf den Gegner drauf macht, ist der geslowed. Wir sehen auch hier gerade den Slow-Debuff, der hier auf Malph drauf ist. Verbraucht auch mit jedem Auto-Attack halt Mana, sprich man sollte da nochmal ein bisschen darauf achten, wie viel Mana man gerade hat. Ashe V-Spell ist ein halber Skillshot, würde ich mal sagen, macht halt Damage in einem kegelförmigen Bereich, wie wir hier sehen können. Was hierbei ganz wichtig ist, ist, dass der V-Spell auch nochmal den Gegner slowt. Sprich, der Slow von eurem Q wird auch auf den W-Spell übertragen. Sprich, je mehr Punkte ihr im Q habt, je stärker euer Slow ist, desto stärker slowt ihr auch mit eurem W-Spell. Euer E-Spell ist der Hawkshot. Das ist so eine kleine Ward, kann man sagen. Die schießt ihr halt irgendwo hin, kriegt dann Vision. Und dann an der Stelle, wo der Vogel quasi explodiert, in Anführungszeichen, habt ihr nochmal eine etwas längere Zeit Vision. Was hierbei nochmal wichtig ist, für jeden Last-Hit, den ihr macht, sprich für jeden Todesstoß, den ihr macht, kriegt ihr nochmal 3 extra Gold mit rein. Ashe Passive ist ein Skillshot, was hierbei ganz wichtig ist. Es ist ein globaler Skillshot, sprich ihr könnt ihr einmal über die ganze Map jagen. Dieser Skillshot macht Schaden. Warte, hier nochmal etwas näher rangehen. Und je länger die Distanz ist, die ihr braucht, um den Gegner zu treffen, sprich, je länger der Pfeil braucht, um halt auf den Gegner aufzustoßen, desto länger ist auch die Dauer des Stuns. Was wichtig ist, er macht magischen Schaden. Wir sehen ihn hier auch gerade, ist auf Malph drauf geflogen, hat den Stun abbekommen, hat Magic Damage abbekommen. Und um es hier nochmal etwas anzumerken, solltet ihr ein Ziel mit der Ulti treffen, dann gibt es nochmal AOE-Schaden, sprich Flächenschaden. Jeder Gegner, der dann halt davon getroffen wird, kriegt Schaden und wird dann auch nochmal kurzzeitig geslowt. Bevor wir jetzt ins Spiel reingehen, müssen wir uns nochmal darum kümmern, dass wir die Runen, Masteries und Summoner Spells haben. Beim Runenbild hier, das ist ein recht leichtes Runenbild, das könnt ihr eigentlich am Anfang auf jeden ADC nehmen. Wir sehen hier halt Attack Damage in Rot und in den Essenzen, ist dafür da, um uns das Last Hit leichter zu machen, um uns bei den Trades zu helfen. Wir haben in Gelb eine Mischung aus Rüstung und Leben. Gerade im Early Game wird sehr viel Schaden über automatische Angriffe gemacht. Dafür haben wir halt die Rüstung drin und nochmal Leben, um das Ganze nochmal mit einem guten Lebenspool zu unterstützen. In Blau haben wir hier die Magie-Resi. Gerade viele Supporter haben sehr viel magischen Schaden und den versuchen wir dadurch etwas zu senken. Bei den Masteries angekommen ist eigentlich recht leicht. Wir haben hier Schaden, Schaden und Schaden im Offensive-Tree. Und dann halt nochmal, immer wenn wir einen kritischen Treffer landen, dass wir zusätzlich Attacks mit drauf kriegen. Gerade mit Ashe Passive ist das nochmal eine sehr schöne Kombination. Aber auch generell, ADCs arbeiten sehr viel mit Crit. Im Tanktree halt nochmal die 9 Punkte ganz klassisch verteilt, dass wir ein bisschen Rüstung rein, dass wir gewisse Resistenzen reinkriegen, dass wir weniger Schaden kriegen, dass wir Leben kriegen. Das war es auch eigentlich so, 21-9-0, der ganz klassische ADC Mastery Tree.
Und bei den Summoner-Spells als ADC auch ganz ehrlich. Wir haben Flash dabei. Flash ist so oder so der Summoner-Spell, den ihr als ADC haben wollt. Helft euch nochmal, um euch etwas besser neu zu positionieren in den Kämpfen. Und Heal als zweiten Summoner-Spell, um euch zu heilen. Und oder um euch auch nochmal am schlimmsten etwas Movement-Speed zu buffen, um halt aus gefährlichen Situationen zu entkommen oder dem Gegner hinterher zu chasen. Jetzt, wo wir fertig sind mit den Vorbereitungen, bevor wir in das Spiel reingehen, können wir jetzt auch anfangen, in das Spiel reinzugehen. Wir sehen auch hier gerade, dass ich schon bereits in-game bin. Ich bin auf meinem Smurf-Account. Das ist auch ein Ranked-Game. Ich bin im Bereich von Diamond 1 mit gefühlten 10 Punkten. Ich will jetzt auch jetzt schon mal hier das Replay abspielen. Natürlich, wie immer, Good Guy AD Carry hilft dir seinem Jungler, der hier auch auf der Botlane anfangen will. Auf Level 1 habe ich den W-Spell mitgenommen. Einfach nur, damit ich die Möglichkeit habe, um auf Range schon mal zu harassen. Sprich, einfach um den Gegner auf Distanz schon mal etwas Leben abzuziehen. Ich spule es hier nochmal ein kleines bisschen vor. Mein Ziel im Großen und Ganzen auf der Lane wird es einfach nur zu sein, dass ich versuche, an so viel Farm wie möglich ranzukommen und auch, dass ich nicht sterbe. Ich pushe auch hier schon mal die Lane ein bisschen aus, dass ich hier schaffe, vor dem Gegner Level 2 zu kriegen. Den W-Spell benutze ich dafür auch nochmal, dass ich halt wirklich viel Schaden auf die Vasallen drauf kriege. Sehen auch hier gerade, dass es ganz gut läuft. Die Supporter ticken sich hier ein bisschen gegenseitig an und wir haben hier auch schon gerade recht gut gesehen, wenn ihr vor dem Gegner Level 2 kriegt, solltet ihr reingehen, um da Schaden zu machen. Hat auch gerade mein Gragas sehr gut hier gemacht. Gragas ist hier mein Supporter. Und wir sehen auch hier, was ich eigentlich mache, ist, ich versuche die ganze Zeit, den Lucian immer mal mit dem Auto-Attack anzugreifen. Hier nochmal gerade sehr schön mit der passiven Crit drauf bekommen. Und nochmal den W-Spell hinterher. Hab jetzt auch durch das Level 2 hier meinen Q-Spell bekommen, wodurch ich mit meinem W slowe. Ich werde jetzt leider gegankt von der Elise. Weiche den Cocoon aus, der etwas sehr gut lesbar war, wurde hier nochmal getroffen von dem Morgana-Binding. Bin aber durch meine Summoner-Spells nochmal weggekommen. Wurde hier etwas schlecht gemacht vom Gragas. Man hätte warden können. Ich hätte auch selber warden können. Aber nein, es sollte nicht ganz so sein. Aber wir sehen auch weiterhin, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Benutze hier meinen Healport, benutze nochmal meine Ward. Und versuche weiterhin recht safe an meinen Farm ranzukommen. Wir sehen auch hier, dass es eigentlich läuft. Ich spule es hier nochmal etwas schneller vor. Es ist eigentlich größtenteils nur rumgefarme, weil als Ashe versucht man immer das Level 6 zu kriegen. Gerade mit der Ulti, mit dem zusätzlichen Stun, den man hat, kann man auch nochmal etwas mehr Druck aufbauen. Gragas geht hier auch nochmal etwas offensiver an die Morgana ran. Ich unterstütze sie natürlich dabei so gut wie möglich. Ich versuche selber als Ashe nicht zu weit vorzugehen, nicht zu offensiv zu spielen, sondern ich versuche immer wieder mal mit meinem W zu poken, zu harassen, also um auf Distanz Schaden zu machen. Gragas hier natürlich sehr, sehr offensiv. Ich gebe ihm natürlich auch die dementsprechende Unterstützung. Ein paar Auto-Tags rein, mit meinem W nochmal rein. Habe jetzt auch hier mein Level 3 erreicht. Gehe jetzt mit noch einem Punkt in den W rein, dass ich mehr Schaden kriege. Leider ist Gragas hier etwas zu offensiv dran. Wir hatten noch keine Summoner-Spells mehr durch den Elise-Gank. Er ist jetzt leider draufgegangen. Ich aber nicht. Das ist das Wichtige, dass ich erstmal nicht tot bin. Und ich komme jetzt so weiterhin nochmal an Farm ran. Muss hier ein bisschen am Turm stehen bleiben und darauf hoffen, dass der Gegner die Lane pusht. Für mich selber gibt es noch keinen richtigen Drang, jetzt schon mal wegzugehen. Weil wir sehen auch hier gerade, ich stelle mich so weit, habe mich so weit hinten hingestellt, dass Morgana dachte, dass ich in die Base gegangen bin. Hat hier die Lane gepusht und jetzt kommt hier der wunderschöne Farm zu mir. Farm tue ich jetzt nochmal weiter. Ich bin ja nicht immer noch auf einem recht sicheren Gebiet. Ich bin nur 6 Minions hinter dem Lucian. Trotz der Tatsache, dass mein Gragas gestorben ist. Wie gesagt, ich kümmere mich gerade nur um den Farm. Versuche mein Level 6 zu kriegen oder warte halt darauf, dass mein Jungler kommt. Was jetzt auch soweit eigentlich sehr gut funktioniert für mich. So, die Wave ist hier wieder ein bisschen ausgepusht. Wir sehen hier wieder der W auf den Lucian drauf. Das versuche ich natürlich jetzt, oder beziehungsweise wie ihr schon die ganze Zeit gesehen habt, versuche ich das hier etwas öfters zu machen. Kriege auch etwas viel Schaden ins Gesicht. Aber ich bleibe am Leben. Wir sehen ja auch wirklich die ganze Zeit, farmmäßig bin ich nicht wirklich hinter ihm. Bin jetzt auch schon mal Level 5. Wir sehen ja weiterhin, die Punkte gehen in den W rein. Den W max ich auch als erstens. Falls ihr die Max-Order wissen wollt, ihr maxt zuerst euren W-Spell einfach nur für den Schaden. Danach euren Q für den stärkeren Slow und erst dann euren E. Weil ihr braucht nur einen Punkt um den E, um das zusätzliche Gold zu kriegen. Wir sehen jetzt auch hier, dass Amumu kommt. Kommt hier gerade wirklich richtig, richtig gut an. Sehr viel Schaden kam drauf. Leider habe ich hier sogar nicht mal mehr geschafft, einen Auto-Attack drauf zu kriegen, wodurch ich keinen Assist bekommen habe. Aber das ist eigentlich euer Ziel als Ashe auf der Lane. Sicher überleben, Level 6 kriegen und erst dann mit dem Arrow, mit eurem Jungler zusammen, mit eurem Supporter zusammen in die Fights reingehen. So, die Minion Wave hier noch und dann habe ich es auch schon geschafft. Auf Level 6 jetzt angekommen, hat Ashe natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, hier eine gute Vorlage für einen Gank zu setzen. Und zwar mit ihrer ultimativen Fähigkeit, die einen Stun hat. Und ich glaube, es gibt auch keinen anderen AD Carry, der einen richtigen Stun hat, mit der Ausnahme von Vayne und DME. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich will euch jetzt hier auch mal diese kleine Szene hier zeigen. Wir sehen hier gerade, dass ich eigentlich in einer recht schlechten Lage bin. Ich habe schon sehr viel Leben verloren.
Aber Amumus hier. Hier fresse ich nochmal einen Dark Binding von Morgana und ich hier sofort mit meiner Ulti auf den Lucian drauf. Mein Gragas geht nach hinten, benutzt seine Ulti, um Lucian leider etwas zu mir hinzukicken, was mich hier umgebracht hat, aber dadurch konnte Twisted Fate kommen mit seiner Ulti nach unten. Amumu war auch nochmal da. Morgana wird hier jetzt gejagt. Stun-Karte kommt erst nochmal vom Twisted Fate hinterher und Morgana ist tot. Und wie wir halt gesehen haben, der Arrow, also die ultimative Fähigkeit von Ashe, hat hier natürlich den Lucian erstmal außer Gefecht gesetzt. Und dadurch konnte diese ganze Combo kommen, dass Gragas ihn zu mir hinkickt. Was zwar etwas tödlich für mich war, aber natürlich auch tödlich für den Lucian. Und dadurch haben wir den ganzen Kampf angefangen. Zwei von meinen Leuten sind nochmal mit nach unten gekommen und wir haben zwei für eingetauscht. Ich will euch jetzt auch nochmal einige generelle Tipps als AD Carry mitgeben, falls ihr nicht wisst, wie es weitergeht, wenn ihr aus eurer Laning Phase draußen seid. Ihr habt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, die sind aber irgendwo immer ein bisschen anders. Kommt halt immer drauf an, wie läuft es für euch, wie stark ist euer Team, wie stark seid ihr im Vergleich zu eurer Botlane. Solltet ihr aber im Großen und Ganzen am Gewinn sein, habt ihr die Möglichkeit zu rotieren. Sprich, ihr geht dann hoch auf die Midlane, versucht euch dann dort den Turm zu holen, helft dann also so gesehen den anderen Lanes aus. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr am Verlieren seid, ist es zu farmen. Ihr versucht euch so sicher wie möglich hoch zu farmen. Aber im Großen und Ganzen solltet ihr am Gewinn sein, solltet ihr am Verlieren sein, ist eure wichtigste Aufgabe als ADC immer an Farm ranzukommen, beziehungsweise generell an Gold ranzukommen. Ihr könnt dafür in den Jungle gehen, auf die Botlane. Vergesst dabei aber nicht, dass Teamfights auch ganz wichtig sind. Solltet ihr irgendwo sehen, dass ein Teamfight bald ausbrechen sollte, geht dort sofort hin. Es ist egal, dass ihr mal nicht Minions kriegt. Hauptsache, euer Team wird nicht den Preis dafür zahlen, dass ihr an etwas Gold rankommt. Wir sind hier nochmal in einer zweiten Szene, wo ich euch nochmal den Umgang mit der ultimativen Fähigkeit von Ashe zeigen möchte. Ich will das Replay hier auch erstmal abspielen. Ich mache es nochmal in etwas langsamer und dann analysieren wir das hier zusammen. Okay, wir haben jetzt hier geschafft, einen Double Kill zu kriegen. Gehen wir das Ganze jetzt nochmal ganz langsam zusammen durch. Nein, im Moment. So. Wir sehen auch hier gerade auf der Map, die Sin wird sich jetzt Richtung Botlane bewegen. Macht jetzt hier nochmal ein bisschen seinen Jungle. Und was jetzt hier das Wichtige ist, wir sehen hier Zyra, sie steht verdammt nah dran. Lee Sin ist hier schon bereit. Sprich, er könnte jederzeit losgehen, wartet jetzt aber erstmal nur auf meine Ulti. So, gehen wir das Ganze nochmal durch. Wir sehen hier, Zyra ist zu nah rangegangen, meine Ulti kam drauf, der Stun ist drauf, sie musste hier wegflashen, sonst hätte sie den Q von Lee Sin bekommen. Ich bin hier natürlich weiterhin mit meinen Auto-Tags drauf, slow sie die ganze Zeit, weil der Lee Sin flasht dran und will sie jetzt hier auch erstmal gleich executen mit seiner Ulti. Natürlich mache ich in der Zwischenzeit auch nochmal meine Arbeit, mache hier weiterhin meine Auto-Tags auf den Lucian drauf. Was für uns aber hierbei wichtig ist, ich als Ashe habe darauf gewartet, bis ein Gegner super nah rangekommen ist, bis er schon so nah dran war, dass die Chance, dass er entkommen kann, sehr gering ist. Hab die Ulti drauf gemacht, der Stun war drauf, mein Jungler hat sich sofort bewegt und hat dann durch den Follow-up, den er mir dann gegeben hat, einen Assist geholt. Zyra ist gestorben, Lucian hat nochmal versucht zu helfen und ist dafür dann auch gestorben. Also ganz wichtig, wenn ihr Ashe spielt, der Arrow muss sitzen, euer Jungler muss bereit sein und dann ergibt sich das Ganze dann von alleine, dass dann die Kills auf euch zukommen. Hier haben wir jetzt erstmal eine kommende Teamfight-Szene, die ich mit euch auch nochmal zusammen durchgehen möchte, weil gerade als ADC ist ein Teamfight sehr, sehr wichtig. Das ist der Moment, wo ihr als ADC scheinen solltet. Wir sehen hier, der Dragon wird gepinkt, sprich die Gegner fangen ihn an. Ich als ADC stehe jetzt erstmal etwas weiter hinten. Wir sehen auch hier, ich mache meinen W-Spell, ich will nicht zu nah rangehen, es ist noch viel zu riskant für mich, gerade weil drei Gegner da sind. Nutze ich hier auch gerade mein E, um Vision zu machen. Gragas beginnt das Ganze schon mal. So, jetzt das Wichtige generell, euer Arrow. Wir sehen hier, der Arrow fliegt und damit treffe ich schon mal Lucian. Er ist der gegnerische ADC, er ist die Quelle des Schadens, der hat einen kleinen Stun. Orianna macht ihre Ulti, ich flashe weg, sprich, ich kümmere mich darum, dass ich mich neu positionieren kann. Versuche immer nochmal einen Auto-Attack mit reinzukriegen und achte nochmal gleichzeitig darauf, dass ich selber nicht in Gefahr bin. Benutze ich jetzt nochmal meinen W-Spell, das Ganze ist immer noch etwas riskant, dadurch, dass Amumu sehr wenig Leben hat. TF ist jetzt nochmal da, ich gehe mit ihm zusammen hier auf die Morgana drauf, wir sehen hier, ich bin immer auf einer sicheren Distanz, mache meine Auto-Attacks rein, mache meinen W rein, immer in der Zeit, wo ich nicht angreifen kann, bewege ich mich und wir sehen hier auch, dass Orianna versuchen will zu entkommen, aber durch meinen Q-Spell slow ich sie nochmal, den ich angemacht habe und sie stirbt jetzt auch nochmal. Und was wir hier gesehen haben, ganz wichtig, die Aufgabe des ADCs ist es, nicht nur immer so viel Schaden wie möglich zu machen, sondern dabei auch gleichzeitig auf sichere Entfernung zu stehen. Ich habe es zwar einmal nicht ganz geschafft, habe dann aber mein Flash benutzt, um mich dann neu zu positionieren und habe im Großen und Ganzen meine Rolle als ADC erfüllt. Ich stand immer auf einer sicheren Distanz, konnte meinen Schaden machen
und habe es so geschafft, in dem Teamfight genügend Druck zu machen, genügend Schaden zu machen, dass wir den auch noch gewinnen. Wir sind jetzt hier am Ende bei den Items angelangt. Bevor ich jetzt nochmal darauf eingehe, einmal ganz wichtig, daher dieser Guide ein 1-Sterne-Guide ist, will ich euch erstmal nur ein Bild mitgeben. Es gibt situationsabhängige Items, diese findet ihr aber in der Beschreibung. Darauf werde ich jetzt aber auch erstmal nicht großartig eingehen. Als Ash starten wir immer mit einer Dorans-Klinge mit einem Heiltrank zusammen und mit einem gelben Trinket. Auf die Trinkets gehe ich jetzt auch nicht großartig ein. Gerade als Newbie solltet ihr euch ja nicht immer das gelbe Trinket holen, einfach nur, damit ihr erstmal irgendwo eine Ward habt. Das erste große Item wird die Infinity Edge. Diese wird euch einen sehr starken Damage-Boost geben, gerade dann, wenn ihr kritische Treffer macht, wo nochmal Ash-Passive sehr nützlich ist, wird der Schaden von kritischen Treffern erhöht. Wir holen uns dann die braunen Schuhe mit dazu, bauen uns dann das Seal, um so nochmal etwas mehr eine etwas höhere Crit-Chance zu haben. Eine sehr schöne Synergie mit der Infinity Edge zusammen. Movement Speed ist auch nochmal mit dazu, was euch erlaubt, euch in den Kämpfen etwas besser zu positionieren. Wir bauen dann die Schuhe zu den Berserker-Schuhen aus, gibt uns nochmal mehr Attack Speed, mehr Movement Speed, gerade sehr gut in den Teamfights, wo man auch mit Ash viel kiten muss, sprich, wo man sich viel bewegen muss, um immer schön auf sichere Distanz zu stehen. Bauen uns dann das vampirische Zepter, damit wir Sustain haben, damit wir uns gegenheilen können, falls wir Schaden kriegen sollten. Bauen danach das Seal aus zu einem Phantom Dancer, kriegen dadurch nochmal mehr Crit, mehr Movement Speed, haben diese ganze schöne Crit-Damage-Synergie. Gehen dann weiter zum Last Whisper, weil gerade zu dem Moment, wo man sich das Last Whisper baut, haben schon die Gegner relativ viel Rüstung und haben auch schon genügend Rüstung durch Levelaufstiege bekommen. Als letztes Damage-Item nochmal ein Blutdürster dazu, mehr Damage, mehr Sustain bzw. mehr Lifesteal und nochmal ein Schild, mit dem man sich overhealen kann. Und als letztes Item empfehle ich einen Guardian Angel. Sollte man sterben, wird der Guardian Angel einen wiederbeleben und man hat noch mehr Zeit, um Damage zu machen. Das war's jetzt mit meinem Ash-Guide. Von mir, Silphi. Wenn ihr noch etwas mehr davon mitkriegen wollt, was ich mache, ich bin selber YouTuber. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Sowie natürlich nochmal etwas mehr Details zum Thema Rune, Masteries und Items für Ash. Und wir sehen uns bis zum nächsten Guide auf bonjour.de.